Hallöchen Leute, willkommen zur 7. Episode meines Let's Plays Wolfenstein The New Order. Das war ja gerade Heikel, Heavy Rain. Ja, und deswegen würde ich mal knalllos behaupten, wir nehmen einfach jetzt den Kaffee und gehen jetzt... Oh, guck mal, einer der pennt, was geht hier ab? Da gibt's bestimmt erotische Energien. Seht ihr, wie es hier vibriert? Wow. Da würde ich sagen, es sind knalllos erotische Energien, das da hier abschließt. Naja. Oh, hallo. Hier rein. Ja, immer mit der Ruhe. So. Zagreb, der 11. Oktober 1960 im Norden Kroatiens wurde ein reiches Kalksteinvorkommen entdeckt. Laut geologischer Gutachterin gibt es eine Fülle einer besonderen Kalksteinzusammensetzung, die äußerst gut für die Herstellung von Superbeton geeignet ist, der von unseren Architekten beim Errichten neuer Gebäude verwendet wird. Das könnte unser bisher größter Fund sein, sagte die Geologin während eines geistigen Telefongesprächs. Ja, wieso nicht? So, halt ihn mal. Und jetzt? Hallo? Kaffee? William? Ja. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Macht nichts. Würden Sie es mit mir teilen? Oh, warum nicht? Und wie ich teile? Und ich habe mir gedacht, dass wir es so teilen. Manchmal Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Manchmal Zerstörung. Leid. Und Tod. Wenn man zum letzten Mal Bumsi kann, dann gönnt man es doch. Was Gutes. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Jeder kennt sie. Okay. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern Sie. Bringen Sie sie zurück nach Eisenwald. So, Leute. Und ab jetzt ist es für mich blind. Ab hier habe ich keinen blassen Schimmer, wie das Spiel weitergeht. Da bin ich echt jetzt mal gespannt. Berlin, der 12. Oktober 1960. Der Fluchtversuch eines Häftlings aus Eisenwald in der letzten Woche endete im Bauch eines der für die Bewachung eingesetzten Panzerhunde. Die Wachen versuchten noch den Gefangenen aus dem metallischen Maul des Panzerhunds zu befreien. Allerdings machte die Überlegenheit der Technologie diesen Rettungsversuch zu einem verglichenen Unterfangen. Vermissen wird den verurteilten Mörder und Vergewaltiger, aber sicherlich niemand. Wenn sie noch leben. Irgendwas geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Komm schnell. Ja, okay, dann lass mich durch. Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab. Ja, noch ein Knutscher auf der Backe, dann müsste ja die Mission alles klar und knalllos losgehen. Ja. Oh. Eins steht fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Das muss der Reichstag sein. Oder der Bundestag. So, und ab. So, was wir haben. Ach, super, wir haben jetzt nur noch ein Messer. Wunderbar. So, dann gehen wir mal da rein. So, dann schauen wir mal, was wir hier finden werden. Okay, da geht's hoch. Okay, aber da können wir nicht rein, ne? Anscheinend. Okay. Es geht hier für eine Party. Erforschung des Universums. Was steht da noch? Reisen, Aktivität, Abenteuer, werden Sie? Mondsoldat.
Denn sie Mondsoldat. Jo, genau. Mondsoldat. Man wird Mondsoldat und da geht die Buxtehude Party ab. Okay, das brauchen wir ja auch nicht hier. Was geht hier? Was ist das? Hallo? Was ist das? Ah, das ist doch schon mal sehr gut. Ja, das brauche ich jetzt echt nicht. So, was finden wir hier? Oh, was ist das? Volles Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Ja, das stimmt. Also heißt es erstmal die Batterie hier nehmen und hier hinzufügen. Naja, für Laserschneider. Muss neu aufgeladen werden. So, ein Laserschneider, das ist doch mal was Cooles. So, das ist doch mal was Feines. So, ich denke mal, damit müssen wir erstmal nach oben. Vermutlich. Komm, nehmen wir das mit, aber das bringt mir eh nichts. Das Medikit. Okay. So, wo gibt's 7, 8? Okay, die 7 ist es. So. Ach so. Da muss es rein, alles klar. Okay. So, machen wir uns mal die Tür hier auf. Hallo? Ist mich jetzt echt verscheißen, dass das... dass die Batterie leer ist. Also. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ja, ich halt doch gedrückt. Okay. Vielleicht muss ich die Batterie wieder laden, oder was? Schauen wir mal. Nö. Laden muss man sie nicht. So. Jetzt. Alles klar. So. Okay, muss man wieder warten ein bisschen. Das ist ja echt der Rotz. Guckt euch das an. Hier ist Schalt gedrückt und trotzdem macht er nichts. Ja, guck mal. Achso, Batterie laden. Alles klar. Ah, jetzt habe ich es begriffen. So. Alles klar, komm. Müssen wir halt ab und zu jetzt mal laden. Dass hier weitergeht. So, sehr schön. Sehr schön. So, laden. Sehr gut. Und das Messer jetzt vorne dran. Okay. Das heißt, okay. Alles klar. Das ist hier mal saudumm. Okay. Was für... Das ist ja sowas von dumm. Das ist ja echt unfassbar. Aber egal. So. So, das nehmen wir natürlich mit, dass wir volle Energie haben. So, und dann heißt es hier durch und drüber. Jo. So, da rüber. Ich denke mal, runterfallen dürfen wir nicht. Gehen wir hier rein. Oh, hallo. Sehr schön. Haben wir doch grandios. Ja, super. Eine Waffe wäre doch trotzdem schön jetzt zu bekommen, aber egal. So, ich, jo. Jetzt ist es aus für dich. Super, komm, komm. Mach jetzt. Meine Güte. Sehr gut. Wow. So, komm. Sehr schön. So, da haben wir noch ein Regime. Sache gefunden, so. So, komm jetzt. So, komm. Auf. Wunderbar. So, jetzt haben wir wieder... Ja, jetzt haben wir ein paar Stochen, aber ich hätte lieber eine Waffe mal. He? Aber wir wissen ja alle, dass das Leben leider kein Ponyhof ist und generell nicht... Wow! Klar! Klar, da ist noch so ein hässlicher Hund da. Fuck you. Echt, ey. Echt jetzt. Ohne Scheiß. Das ist ja echt unfassbar. Oh, Telefon. Wo bimmelt das Telefon?
Ich habe die Wiesenau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller! Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Ja, das Regime ist mal aufeinander mal ein bisschen sauer, so wie es aussieht. So, Moskau, der 12. Oktober 1960, in der Nähe des nördlichen Uralgebirges und weit der Karasse gelegenen Ausbildungslager von Totenkopfs Kommandoeinheit gelten als die weltweit härteste ihrer Art. In mehreren Folgen werfen wir einen Blick hinter der Kulissen, um über den Tagesablauf dieser entschlossenen Kämpfer in extremer Kälte zu berichten und zu zeigen, wie aus ihnen überlegene Krieger geformt werden. Ist ja eine ganz coole Sache. Genau. So. Ist das jetzt hier erstmal alles geklärt? Gut, dann können wir jetzt schon mal hier weitergehen. So, was erwartet mich eigentlich jetzt hier? Aha, da hat jemand frisch gequalmt. So. Das war's mit dem. So, das haben wir mitgenommen. Sehr schön. Natürlich, Berlin, der 21. Juli 1951. Um 15.56 Uhr am gestrigen Tag betrat Hans Armstrong als erster Mensch den Mond. Ja, 30 Minuten nachdem Armstrong und sein Co-Pilot Emmerich Otte das Mondmodul zu der als die glimmende Schale bekannten Landestelle gesteuert hatten, fand der erste Kontakt mit der Mondoberfläche statt. Nach der Landung begannen die beiden Astronauten ihr Abenteuer auf dem Mond mit Aufstellen unserer wunderschönen Flagge. Danach sammelten die Boden- und gesteisten Proben für die weitere Analyse auf der Erde. Alles klar. Alter, meine Fresse, was ist das für eine Musik? Naja, geht's weiter. Raus hier, Bastarde, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Eine Minute! Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir aber los. So, ich denke mal, wir müssen hier vorsichtig arbeiten rüber. Wo man eigentlich hier runterspringen könnte. Ich zeig's dir, du faule Sau, los! Ja, lustig wäre es schon, wenn man da runterspringt und den zu ermorden, aber da vorne geht halt schon die Karte. Bin fast da. Aufstehen. Vorwärts. Uiuiui. Mönchschäte. Vorwärts. Kommst du, du kannst hier vorwärts. Nach links, komm schon. Du Drecksau. Los, los, los. Los. So, springen wir rüber. Stahl. Stein. Beton. Meilenweit. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Tyrannei. Ein endlos mächtiger Feind. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind. Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche los, euch... Los, 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 dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden und befreien. So, Leute, dann geht's jetzt hier weiter. Es ist wohl sicherer, unbemerkt auf dem Dach weiterzugehen. So, ich hoffe mal, dass es sicher ist hier oben. Und dass wir uns bemerken. Weil da unten sind auch Wachsachen, wie man sieht, also Wachpatrouillen und alles. So, dann gehen wir hier mal einen Stockwerk höher. So. So, gehen wir mal hier hoch.
So, Gefängnis von Eisenwald. Oh. So. Dann haben wir mal einen von hinten wieder gekillt, so wie Solid Snake in der Regel. So, was geht hier? Okay, da können wir natürlich aufladen, wenn es sein müsste. Okay, da müssen wir mal wieder 7 drücken und mal ein bisschen öffnen. Hallo? Sehr schön. So, laden wir es mal auf. Aber mir gefällt es immer noch nicht, dass wir nur mit einem Messer hier rumrennen. Aber ich denke mal, das wird sich demnächst irgendwann regeln. Ah, je, oh je. Komm. So. So, komm. Ach Gott sei Dank hat er uns das gemerkt. Meine Fresse, das war nämlich schon heikel und knapp an der ganzen Situation. So, das sind Laserpointer. So, jetzt müssen wir hier das Gitter aufmachen. So. Wir müssen halt jetzt abwechseln machen. So, jetzt mal runter, bitte. Dass wir hier kein großartiges hier machen. Verdammt. Hat das nicht gereicht? Na, super. Sehr schön. Super. Jetzt muss ich erstmal warten, bis er gekommen ist und mir den Rücken zugedreht hat, weil sonst wird es katastrophal hier. Vielleicht sieht er mich nicht. Super. Er hat's geschnallt. Kacke. Sehr schön. So, Messerwerfer, alles klar. Gut, das ist schon mal geregelt. So, wie weit kann ich jetzt hier vorgehen? Ohne bemerkt zu werden. Oh. Okay, da wurde ich jetzt mal einmal angeknallt. So. Wie weit kann ich jetzt hier vorgehen? So, das wäre die nächste Option, alles klar. So, okay, das wären 2 Messer jetzt, alles klar. So, sehr schön. Der erste Schnitt ist gemacht, der zweite, der dritte und jetzt bitte noch einer. Sehr schön. Ich wenigstens hier mein Ladegerät hier, super. Mein Ladegerät will ich aufladen. Okay, wie weit wird er jetzt vorkommen? Das ist die andere Frage. Wie weit kommst du vor? Wie weit kann ich dir in den Rücken fallen jetzt? Sehr gut. So, er sieht mich. Das ist ja echt das Witz des Tages. So, jetzt. Nur pfeifen kannst du, was du willst. Du bist trotzdem tot. Sehr schön. Das ist jetzt geregelt soweit. Gut, das ist wenigstens geregelt. Das ist sehr gut. So. Oh, super. Scheiße. Komm schon. Ja, das hätte ich gern ohne Aufmerksamkeit gehabt, aber... Naja, was soll man machen? Ein bisschen Aufmerksamkeit muss man halt erregen. Wow! Wow! Du Mistvieh! Hast du mich wieder voll erschreckt? Du hässliches Mistvieh. Ich hasse dich. So, Patronen für was finde ich jetzt? So, okay, Medikit, sehr gut. Was habe ich hier noch? Medikit nochmal. Alter, hat mich das Mistvieh gerade erschreckt. Meine Güte, Leute. So, dann gehen wir rein. Und wenn wir jetzt hier runterrutschen, bin ich auch hier mit dem Part und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und, yo! Lauf! Komm!
Scheiße. Verdammt. Scheiße. Das ging dick in die Hose. Ja, ich wollte sagen, ja, ich wollte eigentlich den Part beenden, ne? Aber damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Sehr schön. So. Hallo. Das heißt, ich muss mich schnell rutschen und beeilen. Lauf. So, komm. Komm. So. So, komm. Mach jetzt. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Super. Kacke. Oh je, oh je. Ich glaube, das wird jetzt was. So, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall machbar jetzt sein. Muss uns schnell das beeilen. Lauf. Sehr gut. So, haben wir gerutscht jetzt. So, und jetzt. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm. Was ist das für eine Verarsche? Scheiße, lauf. So, jetzt haben wir es geschafft. Meine Güte. So, komm jetzt. Auf, lass mich jetzt in Ruhe, du hässliche Fregatte, ey. Meine Güte, wir haben gerade genug Action gehabt. Von Freakshow bis zum geht nicht mehr. Oh, meine Güte, ey. Ohne Witz, Leute, es gibt schon Schlimmes hier. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, müsste hier eigentlich normalerweise noch ein Speicherpunkt kommen, oder? Oh, super. Hässliche Fregatte am Start. So, da ist der Speicherpunkt. Und wenn er jetzt hier schön pinkelnd, wo wir jetzt so richtig von hinten eine reinschmettern, tun wir hier sozusagen den Part beenden, nachdem den hässlichen Hund endlich auf die Eier nicht mehr geht. Euer Davy, bis morgen. Tschüssi. Kowski.